Daisho Bioenergy bei Attila Hildmann. Daisho, wake the warrior. Salut Freunde, willkommen zu einem neuen Video unserer Recovery Guide Reihe. Ich bin hier wieder mit Lukas am Start und heute widmen wir uns dem Thema Buttwing. Ich persönlich hatte zum Glück damit nie viel zu kämpfen, aber ich lese das relativ häufig im Internet. Es ist immer die Frage, ist das schädlich oder nicht, wie bekommt man das weg etc. Und Lukas, er ist der Experte, er wird euch heute dazu ein bisschen Input geben. Ja, ich denke, Kniebeuge ist halt eine Übung, die machen viele von uns und das ist auch gut so, ist einfach eine sehr, sehr schöne Übung. Und ja, da kommt halt diese Frage auf, wie macht man natürlich erstmal eine Kniebeuge und vor allen Dingen, ist es jetzt schädlich, wenn einige Leute die Kniebeuge ganz gerade machen oder einige halt so? Ist das schädlich, ist es nicht schädlich und wenn es schädlich ist, was kann ich tun, was kann ich aktiv tun, damit das besser wird? Und so haben wir uns hier zwei Teile überlegt für dieses Video. Der erste Teil ist, dass wir erstmal allgemeine wichtige Maßnahmen besprechen, wie man die Kniebeuge verbessern kann, wie man auch ein Buttwing loswerden kann, also das Beugen der Wirbelsäule verhindert in der Kniebeuge. Und der zweite Teil kümmert sich dann um diejenigen, die vielleicht dann doch ein Problem haben im Fußgelenk oder zum Beispiel in der Hüfte. Irgendwelche Einschränkungen, die verhindern, dass man die Kniebeuge wirklich ausführen kann, die sich immer eingefühlt hat, oder die sich immer so fühlen, als ob sie eingerostet wären. Deswegen gehen wir jetzt zur Langhantelstange und legen einfach mal los. Und zwar müssen wir erstmal festlegen, was ist eigentlich ein Buttwing. Ich habe gerade schon gesagt, die Beugung der Wirbelsäule. Es gibt viele Gewichtheber als eine wichtige Disziplin, sage ich mal, für auch Kraftsportler, weil sie halt sehr viele Gewichte bewältigen und sehr sauber beheben, sich sehr viel Gedanken zur Übungsausführung auch gemacht haben. Da sagt man, Kniebeugen ist eine Bewegung von Knie und Hüfte bei einer möglichst aufrechten Wirbelsäule. Eine aufrechte Wirbelsäule würde wirklich bedeuten, ich komme tief und trotzdem ist meine Wirbelsäule immer noch gestreckt. Jetzt ist es aber so, dass bei vielen Leuten hier das hier passiert, bei einer gewissen Tiefe. Also man ist dann da rund. Oder sogar noch krasser, man ist so drauf. Ich finde, dass man schon so eine Grundahnung hat, so, boah, wenn das so richtig rund ist, sieht es auch irgendwie nicht mehr so rund aus. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Wird einem ja auch immer beigebracht, Rücken gerade. Ja. Und das kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Man muss nämlich sagen, dass es nicht studienmäßig irgendwie bewiesen ist, wenn man die Wirbelsäule krumm hat, dann kriegt man Rückenschmerzen. Das kann man so nicht stehen lassen, das ist nicht bewiesen, aber wenn eine Disziplin wie das Gewichtheben halt sagt, es ist schon gut, wenn man den Rücken gerade hält, dann würde ich darauf auch was geben und das Schöne ist, dass man da auch schnell Maßnahmen treffen kann. Außerdem kann es auch immer gut sein, sich aktiv mit einer Übung auseinanderzusetzen, ja? Dass man die Übungsausführung mal wirklich aktiv angeht. Das kann auch das Muskelgefühl verbessern, den Pump verbessern, weil man einfach sich mal bewusster bewegt. Genau, und eine wichtige Unterscheidung ist jetzt erst einmal, ab wann reden wir von einem Buttwing und ab wann reden wir von einem normalen Buttwing. Denn in der tiefsten Position ist es so, dass das Becken meistens immer leicht reinkommt. Ja, wenn das in meinem Becken ist, dann gibt es immer am Ende so diesen ganz leichten Drall. Ja, das sieht jetzt zum Beispiel für, wenn man jetzt nicht so geübt ist und nicht so drauf achtet, dann wird man immer sagen, ist voll gerade alles. Ja, wenn man aber wirklich ganz genau anschaut, sieht man sogar bei den Besten der Besten immer noch so ein leichtes Eindrehen des Beckens. Ja. Der Buttwing, der schädlich ist oder der vermeintlich schädlich ist, der also nicht dem, sage ich mal, den Goldstandard der Übungsausführung entspricht, das beschreibt einen anderen Buttwing. Das beschreibt den Buttwing, wenn der Rücken beteiligt ist. Sprich, wenn der Unterrücken, dieser Bereich, sich mitbeugt. Wenn hier was passiert, dann sprechen wir von einem Buttwing, der eben nicht mehr dem Standard entspricht, wie die Gewichtheber es uns empfehlen würden. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass man sich irgendwo daran orientiert und an den Jungs kann man sich wirklich orientieren. Die haben sehr viel Zeit, sehr viel Raum für Übungsausführungen.
Und diese Unterscheidung muss man auch bei sich selbst machen. Das kann man gerne auch im Spiegel testen. Einfach vom Spiegel mal gucken, ist der Unterrücken dabei oder beim Kollegen schauen oder ein Video von sich selbst machen und schauen und knallhart bewerten. Rundet mein unterer Rücken ein oder ist es einfach nur am Ende das Becken? Ist es nur das Becken, können wir es nicht vergessen, aber dann können wir es an ACTA legen. Dann ist es nicht ganz so, vielleicht nicht so dringlich notwendig. Wenn aber der Unterrücken sich mitbeugt, dann kannst du auf jeden Fall mal probieren, mit den folgenden Maßnahmen, die wir jetzt besprechen, da was gegen zu tun. Und zwar die erste Maßnahme und wichtigste Maßnahme ist der Stand. Der Stand beeinflusst so im größten, oder das ist der größte Impuls und Taktgeber dafür, wie gut ich die Wirbelsäule strecken kann oder eben nicht gut strecken kann. Deswegen kann man am Anfang sich am besten mal festhalten am Power Rack. Das mache ich jetzt mal vor. Dafür bauen wir nochmal kurz die Langhantel ab. Und dann gehe ich hier in die Kniebeuge, halte mich hier fest, bringe die Knie auch weit nach vorne und schaue jetzt mal, wenn ich mit meinen Füßen spiele, wenn ich hier zum Beispiel weiter auseinander bringe, dann merke ich so, boah, okay, jetzt wird es ja noch leichter. Ne? Du siehst so, boah, das ist krasse Streckung irgendwie. Ich kann es auch im Spiegel sehen, ich kann mich angucken dabei. Oder ich nehme es enger, dann merke ich selber, okay, jetzt wird es echt anstrengend, gerade zu bleiben. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt noch eine Langhantel hinten drauf hätte, das ist genau mit Gewicht, das wird super anstrengend und schaffe ich das wirklich? Ich sag mal so, einer der besten Clues ist für die meisten, die Füße schon mal leicht nach außen zu bringen. Die meisten machen das sowieso schon von alleine, die sogenannte V-Stellung der Füße. Aber es herrscht immer noch so die Meinung von einigen Mobility-Coaches zum Beispiel, die sagen, eine Kniebeuge muss immer so aussehen. Meine Damen und Herren, so muss sie nicht aussehen aus meiner Sicht, denn die Gewichtheber haben auch eine V-Stellung. Und die bewegen Gewichte, da passt ein Mobility-Coach dreimal rein. Ja? Und wenn es um Kraftentwicklung geht und auch um Muskelaufbau geht, ist ein Mobility Coach vielleicht nicht immer der richtige Ansprechpartner. Da sind die Gewichtheber vielleicht schon etwas näher dran, auch am Fitnesssportler, von dem, was man vielleicht auch mit der Kniebeuge am Ende erreichen will, zum Beispiel Muskel- und Kraftaufbau. Und eine leichte V-Stellung ist immer in Ordnung, wenn aber die V-Stellung enorm ist, also wenn wir wirklich schon fast von so einem Winkel sprechen, dann kommt wieder so auch dieses Bauchgefühl hoch, ne? Dass man direkt merkt so, boah, okay, das kann irgendwie nicht ganz so geil sein, wenn ich das als V-Stellung habe, um eine Kniebeuge zu machen. Ja? Und das sieht man ja ab und zu im Gym. Da würde ich dann wirklich auch ein bisschen nach Verstand gehen und sagen, etwas V-Stellung ist gut als Impulsgeber, wenn sich das noch mit der Zeit, wenn man sich praktisch, wenn man es mal ausprobiert, wie gesagt, mit diesen Kontrolldingen, wenn man merkt, dass man sich ein bisschen weiter noch nach außen drehen muss, dann ist das okay, dann kann man das probieren. Dann ist das der Ist-Stand. Der Ist-Stand funktioniert jetzt so einfach besser. Und den Ist-Stand, den können wir erstmal so stehen lassen, weil das ist halt der Ist-Stand. Wenn ich jetzt sage, ich muss unbedingt enger stehen oder weniger V-Stellung haben, dann ist das ein eigenes Projekt mit dem Wunsch, ich möchte mehr Mobilität aufbauen. Muss man halt überlegen. Wenn das Ziel ist, völlig legitim, dann muss man sich dahin trainieren. Aber wenn es darum geht, Muskeln und Kraft aufzubauen, dann ist man einfach gut beraten, wenn man auch einfach eine leichte Vorstellung hat und vielleicht einen etwas breiteren Stand am Anfang wählt. Das muss ja auch nicht immer so bleiben und man kann ja auch andere Übungen noch dazu ergänzen. Es ist aber erstmal per se nicht schädlich und das ist wichtig. Also mit dem Stand kann man schon mal richtig viel machen. Ihr werdet merken, wenn ihr hier die Fußstellung, also die Weite verändert, dass ihr da schon Unterschiede merkt, ob ich jetzt hier bin oder da bin. Das ist einfach ein meilenweiter Unterschied. Das spürt man halt auch. Mhm. Ja? Dann immer das Brustbein schon rausdrücken und immer wieder kontrollieren. Bin ich noch gerade im Spiegel? Also sehe ich, dass ich das noch gestreckt habe? Oder ist da schon irgendwas im Argen? Ist da schon wieder so ein Buttwing zu sehen? So, wenn ich also hier für mich den Stand festgestellt habe, dann habe ich schon einen der wichtigsten Schritte, sage ich mal, hinter mir und dann kann ich übergehen zu den nächsten Schritten. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren wichtigen Maßnahmen und zwar zu der Rückenspannung an erster Stelle und an zweiter Stelle zur Bauchspannung. Die Rückenspannung ist natürlich auch wichtig, denn die Wirbelsäule wird über Muskeln gestreckt und diese Muskeln, die muss man A ansteuern können, also ich muss praktisch den Befehl raushämmern, da muss ich was strecken und dieser Befehl muss ankommen und die Muskeln müssen auch diese Bewegungsfähigkeit aufweisen und die Kraft aufweisen. Und da ist es ganz oft so, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, die Brustwirbelsäule wirklich aktiv zu strecken. So, wenn man es so im Stand macht, kein Problem. Ja, Brust raus, so versuchen wir auch alle mal zu laufen. Aber das noch unter einer Kniebeuge zu machen, ist dann schon schwieriger. Next Level. Genau, Next Level. Und deswegen empfiehlt es sich, erstmal die Brustwirbelsäule zu mobilisieren, um sie danach besser strecken zu können. Denn, ganz wichtig,
im Fokus steht ja der untere Rücken, also dieser Bereich. Das ist ja bei dem, bei dieser Buttwing, wo wir sagen, das wollen wir nicht, dass hier der Bereich sich stark beugt. Diesen Bereich kann man aber ganz schlecht ansteuern. Ich nehme jetzt eine bestimmte Anzahl von Fingern und drücke jetzt hier mal rein. Das war das erste Mal, jetzt drücke ich das zweite Mal. Dritte Mal und das letzte Mal. Wie viele Finger waren das? Ich würde sagen mal 3, mal 4, mal 2. Genau. Ihr wisst es, es waren immer 5 Finger. Ja. Okay. War immer dieselbe Anzahl. Okay. Man kann den Bereich einfach schlecht wild nicht ansteuern. Das ist einfach super schwer. Nur ganz, ganz sensible Menschen können das genau sagen. Und deswegen ist es gut, wenn man einfach Bewegungsmuster erlernt, die wie so eine Art Impuls- und Taktgeber sind. Da fällt einem das einfach leichter, so Cues. Ja? Mhm. Und eins der Cues ist halt Brustbein raus. Denn wenn ich jetzt tief bin, schaut euch das an von der Seite. Ich gehe jetzt einfach mal tief. Ihr werdet jetzt vielleicht schon sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber Achtung, der Cue, Brustbein raus. Boom. Ja? Da kommt sichtbar nochmal mehr Dampf dahinter, auch Kraft dahinter. Das ist gut, das wollen wir. Aber damit man das ansteuern kann, sollte man erst die Brustwirbelsäule mobilisieren und dazu gibt es jetzt genau 2 Übungen. Die erste Mobilitätsübung, die findet auf der Matte statt. Und zwar gehe ich hier einmal in den Fersensitz und bringe meinen Po zu den Fersen. Dann setze ich meine Hände auf, bringe meine Schulterblätter leicht runter, strecke erstmal sanft die Wirbelsäule. Das ist aber nicht die Hauptbewegung. Die Hauptbewegung ist die Beugung jetzt. Und zwar mache ich jetzt den Rücken so rund wie nur irgend möglich im Brustwirbelsäulenbereich und dann nehme ich meine Hand, fange an die Wirbelsäule zu strecken und bringe die Hand nach oben und rotiere hier nochmal. 1. Also haben wir insgesamt 3 Schritte. Erster Schritt ist die Beugung der Brustwirbelsäule, was automatisch betont wird dadurch, dass ich in diesem Stand bin. Dadurch betone ich noch mehr die Brustwirbelsäule, beuge sie, ohne Beschwerden zu provozieren, also immer nur so weit, wie es sich angenehm anfühlt. Dann kommt der zweite Schritt, ich bringe langsam mein Brustbein raus, komme in eine Streckung, hebe die Hand parallel dazu und das ist auch dann der letzte Schritt, die Rotation, indem die Hand hier einmal nach oben geht. Ich verfolge sie auch mit dem Blick und bringe dann die Hand zurück. Das macht man für beide Seiten dann 5-mal und dann geht man über zur nächsten Bewegung. Zweite Übung, dafür brauchen wir einen Stab. Es geht auch eine Langhantel, aber mit der Langhantel wird das Ganze schon wieder etwas kraftvoller. Und hier geht es nicht um Kraft, hier geht es um Mobilität. Deswegen empfiehlt sich schon so ein Stab oder so eine Langhantel aus dem Kursbereich, ist auch ganz gut geeignet. Dann bringe ich einmal die Stange hier im Nackenbereich, lege sie einfach ab, bringe die Hände hier rauf und dann fange ich wieder an zu rotieren. Irgendwann merke ich, okay, jetzt geht es nicht weiter, dann bringe ich eine Seitenneigung rein, komme langsam aber sicher wieder hoch in die Ausgangsposition und kann dann weiter drehen. Das ist eine sehr spektakuläre Übung, denn man kann das richtig spüren, wie die Beweglichkeit nach und nach besser wird. Wichtig ist aber, dass man hier auch keine Beschwerden provoziert. Sprich, wenn man merkt, okay, da macht sich jetzt irgendwie eine Verspannung breit im Schulterblatt, dann lieber die Bewegung etwas kleiner halten, vielleicht mit geringeren Wiederholungen anfangen, denn hier kann man so zu jeder Seite das Ganze 6-mal machen. Also 6-mal geht man zu der Seite, 1, 2, bis man dann die 6 voll hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Beschwerden hat, dann macht man es erstmal nur 1, 2 Mal und steigert sich dann mit der Zeit. Wohlgemerkt, das sind Mobilitätsübungen. Hier geht es darum, die Fähigkeit zu verbessern, den Brustwirbelsäulenbereich anzusteuern, dass praktisch dieser Cue, den wir eben besprochen haben, mit Brustbein raus anstatt Rücken gerade, weil das ist einfach ein sehr schweres Wort. So, ja, wie macht man den Rücken gerade? Ja, übers Brustbein raus. Also das sind alles jetzt Mobilitätsübungen, die diesen Cue verbessern, also dass man das Brustbein besser rausdrücken kann, dass man es auch spüren kann, dass man es besser rausdrücken kann, dass man hier einfach irgendwie mehr Bewegung reinkriegt. Also diese beiden Übungen, wenn man danach praktisch testet, das Brustbein rauszudrücken, dann diese Bewegung, das funktioniert dann wesentlich besser, spürbar besser und das ist ja auch immer eine geile Motivation. Wenn man wirklich merkt, ey, ich mache hier eine Übung und ich habe direkt einen Effekt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es einfach gerne auch mal anwendet. Wenn man jetzt einen Zwischentest macht und man schaut, man geht in die Knieposition, dann spürt man, okay, man kann besser strecken, aber ich mache es jetzt einmal im Stehen vor.
Wenn ich jetzt richtig stark strecke, dann seht ihr auch, okay, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Das wäre jetzt eine Überstreckung. Also die Wirbelsäule wäre dann irgendwie schon nach oben gebogen und zwar in einem Übermaß, ja, gefühlt in einem Übermaß. Und dagegen kann man auch was tun, und zwar die Bauchspannung. Die ergänzt die Rückenspannung. So ist die Wirbelsäule aus Sicht vieler Ausführungsexperten sicher. Und deswegen besprechen wir jetzt das Thema Bauchspannung. Bauchspannung. Da gibt es auch verschiedene Cues, also wieder Wörter, die man oder Sätze, die man sich merken kann, mit denen man das gut aufbauen kann. Ein Satz zum Beispiel wäre, wenn man sich vorstellt, dass man einen Schlag in die Magengrube bekommt, dass man den abwehren möchte, dann wird man automatisch auch anspannen im Bauch. Das heißt, man bringt den Rippenbogen nach unten. Das wären zwei Cues, die man sich merken kann. Wenn man das aber mal erfahren möchte, was Bauchspannung denn wirklich bedeutet, dann eignet sich der sogenannte Rückencurl. Das ist eine hervorragende Übung dafür. Dafür nutze ich jetzt einmal die Matte. Und ich lasse jetzt mein linkes Bein aufgestellt. Man kann auch das rechte Bein nehmen. Das ist jedem selbst überlassen. Das andere Bein ist abgelegt. Jetzt nehme ich meine Hände, bringe sie in den unteren Rücken, weil hier ist ja, bildet sich ja so eine Kuhle, hier wo die Lordose ist, der Lendenwirbelsäule. Und in dieser Kuhle befinden sich jetzt meine Hände. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt drücke ich die Hände aktiv in den Boden rein. Und das geht mit Bauchspannung. Das heißt, wenn man versucht, hier mit dem Gewicht die Hände aktiv, wirklich aktiv nach unten zu drücken, dann arbeitet man mit der Bauchspannung. Und diese Bauchspannung, die brauchen wir eben auch bei Kniebeugen, aber auch bei Kreuzheben. Aber, und dieses Thema ist auch sehr wichtig, dass ihr es immer im Hinterkopf behaltet, es geht nicht darum, die maximale Spannung anzuwenden. Wenn ich die maximale Spannung anwende, dann sehe ich so aus. Ja, das ist zwar irgendwie witzig, aber es geht eben nicht um die maximale Spannung, es geht immer um die nötige Spannung, um was zu lernen, um etwas, einfach mal wirklich zu erlernen oder neu zu erlernen, kann es schon mal cool sein, wenn man maximal das Brustbein rausdrückt, zum Beispiel auch maximal das Brustbein rausdrückt, während man tief kommt, weil man da vielleicht immer die Spannung verliert oder eher zum Buttwing auch neigt. Aber es gilt nicht dabei zu bleiben bei diesem Gedanken, ich mache es maximal, ich mache es immer so viel wie nötig. Und bei der Bauchspannung ist das auch ganz wichtig, denn was passiert, wenn man den Bauch zu stark anspannt? Dann atmet man einfach nicht mehr. Und nicht atmen ist auch keine Option. Deswegen seid da vorsichtig. Ich sage immer, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Athleten betreue, stell dir vor, jemand steckt dir mit 20% seiner Kraft oder dein Buddy gibt dir so einen Buddy-Check quasi in den Magen. Dann würdest du auch nicht maximal anspannen, du würdest zu einem gewissen Grad anspannen. Und dieses gewisse Grad Anspannung ist manchmal einfach besser und zielführender, als irgendetwas maximal mit der Brechstange zu machen. Deswegen zum Erlernen, ja, mal ausprobieren, wie es ist, wenn man maximal das Brustbein rausdrückt oder auch maximal mal den Bauch anspannt. Aber dann findet euren Weg, wie viel Spannung ihr braucht und wie man das Ganze dann gut erlernen kann und auch risikofrei erlernen kann. Das geht mit einer speziellen Kniebeugenvariante, dem sogenannten Goblet Squat, der eine sehr einfache Kniebeugevariante darstellt, was ihr zum Beispiel auch auf Dauer ins Warm-up integrieren könnt, weil diese Kniebeugenvariante einfach sehr leicht ist. Wie das genau aussieht, das machen wir jetzt. So, für den Goblet Squat haben wir hier zwei Gewichtsscheiben, also jeder eine. Und zwar machen wir jetzt Folgendes, wir beeinflussen jetzt direkt die Biomechanik des eigenen Körpers und machen es dem eigenen Körper etwas leichter. Und dann kann man sehr, sehr gut übergehen in zum Beispiel Back Squats oder Front Squats. Von der Ausgangsposition, das was wir über den Stand gelernt haben, kommt jetzt natürlich auch zur Anwendung. Also wir nehmen einen Stand ein, der einfach für einen persönlich zuträglich ist, wo man am wenigsten Buttwing-Potenzial hat. Und dann macht man Folgendes, man geht in die Kniebeuge und streckt einmal vorher das Gewicht aus. In dem Moment, wo man das Gewicht ausstreckt, hat man praktisch wie eine Art Gegengewicht zur Wirbelsäule und dann bleibt dieser Bereich aufrechter. Noch ein bisschen mehr Bauchspannung, dass du die Wirbelsäule nimmst. Genau. Po-Spannung, Po- und Bauchspannung und dann geht es einmal runter. Meistens merkt man so, ey, mit so einem Gewicht ist das quasi leichter. Man kann auch sehr schön sehen, das ist eine sehr, sehr schöne Ausführung, die Marcel da hat. Es sieht so ein bisschen nach Überstreckung aus, das liegt aber daran, weil Marcel einen Squat-Booty hat, das heißt, der Po sieht so aus, als ob er die Kuhle größer macht und auch hier die Muskulatur sehr groß ist, sodass das einfach nach einer sehr starken Beugung aussieht, als ob er sich überstrecken würde, tut er aber nicht. Frage an dich, wenn ich das Gewicht wegnehme und du es nochmal machst? Man muss sich auf jeden Fall mehr konzentrieren, ja. Sauber zu bleiben.
Genau, und für einige ist das einfach ein guter Einstieg. Auch wenn man wirklich komplett neu ist auch im Fitnesssport, ist der Goblet Squat echt so der süßeste Einstieg zur Kniebeuge. Und für einen Profi, auch Profis können damit arbeiten, zum Beispiel im Warm-up. Ja. Also ich mache die auch immer beim Warm-up, ist gut zum Reinkommen. Ich steigere mich dann auch mit dem Gewicht und ja, man hat dann so ein smoothes Gefühl. Ja. Kommt einfach gut rein ins Training. Und wie gesagt, hier kann man jetzt alle Bereiche schon mal auf- oder abrufen, die wir gerade besprochen haben. Erstens der Stand, zweitens die Rückenspannung, ne? Muskeln raus. Das wird aber automatisch hierdurch auch schon gefördert. Und das ist, die Rückenspannung ist schon auch echt ein wichtiges Thema, da werden wir noch öfter darauf eingehen. Und dann noch zusätzlich die Bauchspannung und das dann alles mal praktisch in, wie sagt man, Trio. Alles zusammen. Alles zusammen, genau. Alle drei zusammen. Hat man dann in einer Bewegung mal drin. Das kann man im Goblet Squat dann besser lernen, als wenn man sich dann direkt die Langhantel wieder draufpackt und dann, was weiß ich, mit viel mehr Gewicht arbeitet. Dann ist man schnell überfordert und das sollte einfach nicht sein. Kleine letzte Maßnahme noch zum Goblet Squat. Wer das Gefühl hat, der will sich langsam steigern, zum Beispiel mache ich ganz gerne 3x3. Das heißt, ich mache 3 hier, dann mache ich 3 auf halber Höhe, weil es wird immer schwerer, je näher ich dran gehe. Und dann kommt die letzten 3, die mache ich dann hier. Ja? Die letzte 3, also wenn das Gewicht nah dran ist, man kann auch eine Kettlebell nehmen, man kann auch eine Kurzhantel nehmen. Wenn man nah dran ist, entspricht es ja auch ungefähr schon der Frontkniebeuge. Also wenn die Langhantel hier wäre, in dem Bereich. Genau, einfach mal anwenden, ausprobieren. Meistens für die meisten einfach direkt spürbar, dass es dann einfach besser geht. Jetzt haben wir noch einen zweiten Bereich in diesem Video für euch, denn es wird einige geben, die vielleicht trotzdem immer noch so einen gewissen Buttwing haben oder sich mit der Kniebeuge nicht wohlfühlen. Gründe dafür können verschiedene sein und einer dieser Gründe könnte zum Beispiel der Fuß sein oder auch die Hüfte und zwar Einschränkung der Mobilität. Das ist dann oftmals so, als ob man irgendwie zu eingerostet wäre, dass man erst gar nicht auch nur in irgendeine Position kommt, die wir eben schon vorgemacht haben. Und deswegen machen wir jetzt was zum Thema Fußmobilität und was zum Thema Hüftmobilität. Und beginnen tun wir mit der Fußmobilität. Wie entscheidend das Thema Fußmobilität sein kann, zeigt sich beim sogenannten Knieschub. Was ist der Knieschub? Der Knieschub beschreibt, dass man die Knie während einer Kniebeuge nach vorne bringt. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, ach, das soll man doch sowieso nicht. Diese These gilt mittlerweile als widerlegt, denn zum Beispiel viele Babys, Kinder sind in einer aufrechten Kniebeuge und haben die Knie weit über die Fußspitzen. Es gibt viele Naturvölker, die in solchen Positionen chillen oder in solchen. Wenn das wirklich per se schädlich wäre, dann müsste man da schon Verbote aussprechen oder die müssten besonders viele Probleme haben, haben sie aber nicht. Und auch Gewichtheber arbeiten mit besonders viel Knieschub, denn Knieschub ist dort Talent und nicht ein Nachteil. Warum das Talent ist, das kann man einfach feststellen. Wenn ich hier weit nach vorne komme, dann fällt es sehr leicht. Also wenn das hier, wenn das Knie weit über die Fußspitzen hinausgeschoben wird, dann fällt es mir sehr leicht, meinen Rücken zu strecken. Anders gesprochen, wenn ich mich bemühen würde, mein Knie nicht über den Fuß zu bringen, dann sieht die Kniebeuge schnell so aus. Ich mache mal ohne Stab vor. Das habt ihr bestimmt auch schon mal im Gym gesehen. Ja, es ist A, wackelig und B, ich komme halt nicht maximal tief. Erst wenn ich mir hier Raum gebe, Achtung, guckt euch den Effekt an. Ja, jetzt habe ich Platz, jetzt komme ich nach vorne. Das heißt, dieses Thema Fußmobilität ist maßgeblich, was mit dem Rücken geschieht. Und wenn diese Beweglichkeit, das hier, nicht da ist, dann kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. A, um es zu testen und B, um es zu verbessern. Und das Testen ist der Start. So, der Test, den macht man am besten an einer Wand. Und zwar gehe ich in so einem halben Ausfallschritt an die Wand ran. Wichtig ist, dass hinten die Ferse mal drauf bleibt und vorne die Ferse drauf bleibt. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich versuche mit meinem Knie die Wand zu berühren. Schaffe ich. Wenn ich es geschafft habe, gehe ich eine Daumenlänge weiter weg von der Wand und schaue hier nochmal. Berühre ich? Ja, nein. Super, ich berühre immer noch, dann wieder eine Daumenlänge weg und nochmal schauen. Berühre ich? Ja, nein. Ja, perfekt. Ich gehe noch ein Stück weiter runter. So arbeitet man sich Stück für Stück runter und da sollte ein Wert bei auch entstehen können, der mindestens 8 cm zeigt. Wenn man nicht 8 cm erlangt, heißt das jetzt auch nicht per se, dass man unglaublich immobil ist. Es könnte aber sein, dass man an der Fußmobilität arbeiten sollte.
Und wenn man daran arbeitet, dann zeigen wir euch jetzt noch eine Übung dafür. So, um den Fuß zu mobilisieren, bringe ich hier einmal das Knie wieder nach vorne. Ich bin im halben Ausfallschritt. Jetzt nehme ich meine Hände, bringe etwas Gewicht drauf, nicht maximal, aber schon so, dass ich es gut spüre. Und dann bringe ich das Knie zur Seite. Also mache so einen kleinen Ausscheren nach links und nach rechts. Ich versuche aber immer mit der Ferse hier drauf zu drücken. Wem das sehr schwer fällt, der kann das am Anfang noch leicht erhöhen. Zum Beispiel hier mit dem Stab. Selbe Prinzip. Und dann hier arbeiten. Das Ganze macht man so für 10 Sekunden dreimal und dann hat man schon einen ersten Effekt zur Mobilisation. Am Anfang, wenn man jetzt feststellt, okay, schon an der Wand, das läuft irgendwie nicht so mit der Fußmobilität, auch die Übung hat jetzt nicht so den Magic-Effekt, dass man sofort sagen kann, ich beug mal um die Wette, dann kann man gerne die Fersen erhöhen. Daher kommt auch das Fersen erhöhen, dass man praktisch sagt, okay, um bei der Kniebeuge einen guten Einstieg zu haben, erhöhe ich die Fersen. Und dann merkt man schon, also Leute, die Probleme haben mit der Fußmobilität, die sagen dann, ja, hier komme ich voll tief und hier fühle ich mich auch voll gerade und voll sicher. Da ist es dann auch eine gute Idee, das wirklich auch anzuwenden im Training. Also nehmt euch eine Hantelscheibe, irgendwas, was rutschfest ist, was nicht direkt abhaut, platziert eure Fersen darauf und arbeitet dann mit der Kniebeuge. Ich finde auch gerade die Kombination Goblet Squat mit erhöhten Fersen ist eine wunderbare Übung, wenn man sich mal wieder neu Zeit nehmen will, die Übungsausführung zu verbessern oder wenn man sagt, man ist Anfänger oder wenn man sagt, man hat Rückenprobleme, tatsächlich Rückenprobleme vom Beugen. Ich kenne viele Sportler, die sagen, ey, wenn ich Kniebeugen mache, dann habe ich regelmäßig Rückenbeschwerden. Dann finde ich, das ist eine geile Maßnahme, das zu kombinieren. Also Goblet Squat, Gewicht vorhalten, Kettlebell, Kurzhantel oder eine Hantelscheibe, wie wir es eben gemacht haben und dann zusätzlich die Fersen erhöhen. Diese Kombination, die bringt spürbare Linderung auch in den unteren Rücken und fühlt sich einfach richtig geschmeidig an. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein Brennpunkt kann natürlich auch die Hüfte sein, gerade bei vielen Männern. Und da kann eine Massage helfen in Kombination mit einer Dehnungsübung. Der Massagepunkt ist im Bereich des Gluteus Medius, also im Po-Bereich, eher so ein bisschen seitlich oben. Damit gehe ich dann an die Wand. Ich kann es auch auf dem Boden machen. Bringe ein bisschen Gewicht dran, von der Intensität her, bei einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 das Maximale wäre, was ich hier an Gewicht draufbringen könnte, arbeite ich mit einer 3 und mache ganz sanfte, kreisende Bewegungen. Muss man auch nicht machen, man kann es auch einfach punktuell machen. Ich empfinde aber persönlich, dass so kreisende Bewegungen es einfach ein bisschen angenehmer noch machen. Das Ganze mache ich pro Seite für eine Minute. Und wenn die Massage abgeschlossen ist, dann gehe ich über zu einer Dehnübung. Die Dehnübung am besten im Sitzen machen, Füße zeigen geradeaus, dann nehme ich mein linkes Bein, bringe es über das rechte, man kann auch mit dem rechten anfangen, ich fange jetzt mit dem linken an und dann bringe ich meinen linken Ellbogen auf das linke Knie oder den linken Kniebereich, halte mich hier am Schienbein fest mit beiden Armen, drücke hier ganz minimal runter, also wirklich nur ein paar Millimeter und dann drücke ich mein Brustbein raus, ganz wichtig. Also von der Haltung her niemals irgendwie so machen und hier was runterdrücken, sondern aufrecht bleiben, Brustbein leicht raus, nicht maximal, aber leicht raus während der ganzen Bewegung und dann die Dehnung spüren. Die Dehnung, die spürt man so im Po-Bereich, in diesem Bereich und da soll sie auch hin. Wer sie im unteren Rücken spürt, dann bitte noch einmal die Übungsausführung kontrollieren, ob man wirklich auch gerade ist oder ob man vielleicht zu sehr so macht. Und wenn das alles noch nicht hilft, dann erstmal die Übung weglassen. Dann ist die zu diesem Zeitpunkt noch nicht geeignet. Also wer es am unteren Rücken spürt, der verzichtet erstmal auf diese Übung und bleibt bei der Ballmassage für die Hüfte. Wie lange mache ich das Ganze? Pro Seite dreimal für 30 Sekunden. Also gar nicht mal so lange am Stück. Es soll eher so ein bisschen dynamisch sein. Und dann schaut man einfach nach, ob sich die Kniebeuge leichter anfühlt. Grundsätzlich ist das Thema Hüfte riesig und wir werden mehrere Videos dazu abdrehen, was man alles für die Hüfte machen kann. Das war jetzt ein Beispiel, aber ein sehr potentes Beispiel. Wenn diese Muskulatur daran beteiligt ist bei der Kniebeuge oder das gerade das größte Problem darstellt, dann ist diese Kombination von erst Massage, dann diese Dehnung eine wunderbare Sache und man merkt schon so, boah, man kommt einfach ein bisschen besser in die Kniebeuge rein.
Wir haben jetzt schon wirklich mehrere Bereiche angesprochen und das waren immer noch nicht alle. Gerade so dieses Thema Hüfte, das könnten wirklich viele eigene Videos sein und werden es auch sein. Und ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte in diesem Video zusammen. Der wichtigste Punkt ist immer noch der Stand. Wir können die 1000 Übungen machen, wenn der Stand nicht stimmt, wenn das Fundament nicht stimmt, dann passt es auch nicht, wenn man 1000 Übungen dazu macht. Also für den Stand aktiv Zeit nehmen, festhalten, im Spiegel korrigieren oder vom Freund auch korrigieren lassen, im besten Fall von einem kompetenten Trainer und dann den richtigen Stand für sich finden. Der zweite Punkt ist die Rückenspannung. Rückenspannung ist eine der Themen Nummer eins, weil die Rückenspannung so ein zentraler Bereich ist. Das muss man einfach trainieren, damit man es gut kann. Und da bieten sich verschiedenste Maßnahmen an. Was wir jetzt gemacht haben, war, dass wir die Brustwirbelsäule erst mobilisiert haben, um danach diesen Cue, diesen Satz Brustbein raus, besser zu spüren. Das muss man einfach mal erlebt haben, das muss man einfach mal selber machen. Dann merkt man schon, okay, das könnte für einen funktionieren. Was natürlich auch hilft, sind dann Übungen wie Hyperextension, also Bewegungen, wo der Rücken gestreckt wird, also wo man aktiv in die Streckung geht. Wenn man da jetzt nicht so viel Ahnung von hat oder noch neu ist auf dem Gebiet, kann man auch gerne mal einen Trainer fragen, was kann ich zur Rückenstreckung machen. Dann das Thema Bauchspannung. Bei Bauchspannung immer der Hinweis, nicht maximal zu arbeiten. Das gilt letztlich auch für die Rückenspannung, denn gerade bei der Bauchspannung, wenn ich hier maximal arbeite, dann atme ich nicht mehr vernünftig und nicht vernünftig atmen ist für den Sport auf jeden Fall keine Option. Deswegen hier nicht mit maximaler Spannung, sondern mit der nötigen Spannung. Und wie gesagt, das gilt auch letztlich für das Brustbein raus. Nicht immer maximal, sondern deutlich so viel man halt eben braucht. Dann haben wir den Goblet Squat gemacht. Der Goblet Squat als eine Art Zusammenfassung, Vereinfachung der Kniebeuge, um aufrecht zu bleiben, um all diese Punkte auch anzuwenden und zu schauen, wie fühlt sich das denn an. Dann sind wir am Ende noch auf Probleme eingegangen. Da sollte man das Fußgelenk auf jeden Fall sich mal anschauen. Da könnt ihr auch gerne Zeit investieren, die Mobilität zu verbessern mit der Übung, die wir euch gezeigt haben. Da gibt es auch sicherlich noch mehr Übungen. Das wird auch noch mal in anderen Videos bei uns vorkommen, was man fürs Fußgelenk so machen kann. Und zu guter Letzt das Thema Hüfte. Da haben wir euch auch noch ein Beispiel gezeigt. Und ich hoffe, dass ihr damit einen guten Effekt auf die Kniebeuge erzielt. Das war jetzt eine weitere Folge Recovery Guide, eine etwas längere Ausgabe zum Thema Buttwing bzw. ein gerader Rücken bei Kniebeugen. Wir hoffen natürlich, dass ihr da was mitnehmen konntet, dass ihr eure Kniebeuge verbessern konntet und ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, A, wie es sich angefühlt hat, aber auch B, wenn einfach Fragen entstanden sind. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Daran haben wir auch beide viel gearbeitet und man kann auch immer noch weiter daran arbeiten. Das man ist, muss auch ehrlich gesagt immer, ja. Man Absolut. Muss immer wieder die Übung machen, auch mal austauschen. Ich mache jetzt auch nicht mehr die Übung, die du mir ganz am Anfang gezeigt ja. hast. Aber ich denke, zum Reinkommen ist das, was du gesagt hast, echt top. Das kann jeder nachmachen. Lasst vielleicht mal euer Training abfilmen, weil wenn man selber ja. in den Spiegel guckt, bei vielen verzieht sich dann die Übungsausführung, deswegen ist es eher nachteilig und jeder hat ein Smartphone, jeder kann seine Übung abfilmen und dann einfach nochmal selber analysieren. Das, was Lukas gesagt hat, das ist ja eigentlich simpel. Die Kunst ist hier eher, das wirklich immer zu machen, immer einzubauen, also die Disziplin. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Folgt auf jeden Fall auch Lukas auf Instagram. Uns natürlich auch. Und ja, das war's hiermit. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.